Ja, okay. Ganz so schlimm sieht mein Alltag dann vielleicht doch nicht aus. Batman-Schlappen habe ich auch schon vorher getragen. Ich habe mir trotzdem was überlegt, wie ich ein bisschen System und Routine da reinbringen kann, wo aktuell keine ist. Weil ich nämlich aktuell ein bisschen zu viel Zeit habe. Wenn es euch auch so geht, oder wenn ihr einfach wissen wollt, was ich mache, schaut es euch an. Wer diesmal auf ein Video wartet, wie es die letzten Male war, wer mehr auf so eine Geschichte oder so einen typischen Vlog aus meinem Alltag oder aus dem Alltag wartet, der sollte jetzt vielleicht ausmachen. Das ist nicht so eine Art von Video. Ich möchte heute was erzählen. Ich möchte heute etwas weitergeben. Ich möchte mich heute mit einem Problem befassen. Und zwar habe ich aktuell zu viel Zeit. Beziehungsweise ist gar nicht Zeit so sehr das Problem, sondern ich habe auch sehr viel zu tun. Mir wird wirklich nicht langweilig. Aber wer schon mal Student war oder aktuell Student ist, weiß, ein Studium kann anstrengend, sehr zeitintensiv, aufwendig, schwierig, fordernd sein. Studieren kann aber auch ganz angenehm sein. Dieses Video ist also für die unter euch, die zu viel Zeit haben, mit der Arbeitslosigkeit nichts anfangen zu wissen, die das Studium unterfordert, die ihre Aufgaben unterfordern, die Zeitmanagement-Mongos und die Zeiteinteilungskrüppel. Dieses Video ist vielleicht einfach nur für mich selbst, aber vielleicht hilft es auch einem von euch. Fangen wir vielleicht mal mit ein paar grundlegenden Tipps an. Ich habe drei. Tipp Nummer 1, und dem befolge ich schon die ganze Zeit, seitdem ich meinen Job geschmissen habe. Und zwar stehe ich jeden Morgen um dieselbe Uhrzeit wieder auf. Ich würde vorschlagen, dass es möglichst eine morgendliche Uhrzeit ist. Wenn er erst um 14.42 Uhr aufsteht, ist entsprechend nicht mehr so viel Zeit, um ein paar Dinge zu erledigen. Tipp Nummer 2. Wenn ihr könnt, verlasst das Haus. Also nicht für immer, sondern seid einfach unterwegs. Wenn ihr den ganzen Tag nur zu Hause hockt, das merke ich zumindest immer wieder, dann ist die Versuchung sehr groß, sich mit vielen, vielen Dingen abzulenken, mit vielen, vielen anderen Dingen zu beschäftigen und viel zu viel essen, weil euch eventuell langweilig wird oder ihr irgendwas anderes entdeckt, womit ihr euch die Zeit vertreiben könntet. Und Tipp Nummer 3. Ich bin nicht sicher, ob ich das sagen soll. Wascht euch. Klingt jetzt vielleicht erstmal dämlich, aber wenn ihr jeden Morgen aufsteht, jeden Morgen hier zu Hause seid und das Haus unter Umständen nicht verlasst, gibt es nicht viele Gründe, euch zu waschen, außer vielleicht euer Partner oder eure Partnerin, die nach gewisser Zeit sagt, bitte geh mir aus dem Weg. Trotzdem hilft es ein bisschen dabei, Tagesroutinen zu finden und auch immer always ready zu sein, falls mal irgendwas Spontanes oder Spannendes passiert, dass ihr einfach geduscht, gewaschen und fertig für den Tag seid. Für die unter euch, die sagen, das kann ich mir nicht anders vorstellen, bleibt mal einen Monat oder zwei zu Hause und stellt mal fest, wie oft ihr tatsächlich rausgehen müsst, wenn ihr euch nichts vornehmt. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das einfach nicht sagen sollen. Was ich euch ansonsten noch vorschlagen würde, ist, macht Listen. Ich bin echt kein Listenmensch, so gar nicht, so überhaupt nicht. Ich bin auch nicht sehr geordnet, ich bin auch nicht sehr ordentlich. Schaut euch den Schreibtisch an. Also, das sagt vielleicht alles über mich aus. Vielleicht auch schon zu viel. Jedenfalls, macht Listen. Listen sind geil. Ich zeige euch warum. Wenn ihr Listen baut, könnt ihr euch alle Aufgaben, die ihr für den Tag habt oder auch für die nächsten Tage haben, aufschreiben.
Wenn ihr viel zu tun habt, sieht das erstmal sehr, sehr scheiße aus und nach sehr, sehr viel. Wenn euch aber potenziell, auch wenn ihr zu viel Zeit habt, niemals langweilig wird und ihr immer das Gefühl habt, ich muss noch was erledigen, dann geht es euch ganz ähnlich wie mir. Denn ich habe immer etwas, was ich machen will, immer etwas, was ich umsetzen will. Das Problem ist einfach nur, wenn ich es mir nicht aufschreibe, vergesse ich die Dinge. Dann denke ich mir, denk dran, vergesse es aber trotzdem. Mit einer Liste passiert mir das nicht. Da steht es nämlich drauf und wenn ich es fertig habe, kann ich es abstreichen. Auch ein sehr geiler Punkt ist, wenn ihr etwas fertig habt und es durchstreichen könnt, fühlt sich das gut an. Wenn ihr eine lange Liste habt und immer mehr Punkte weggestrichen sind oder an einem Punkt sehr, sehr viele, glaubt mir, das ist die Befriedigung des kleinen Mannes. Wortspiel. Was ich dann als nächstes gemacht habe, ist, ich habe mir einen Plan gemacht, beziehungsweise ich habe angefangen, erstmal darüber nachzudenken, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung und wie kann ich die anteilen. Und ich zeige es euch vielleicht einfach. Kommt her. Was ich im ersten Schritt gemacht habe, ist, mir überhaupt anzugucken, wie viel Zeit habe ich. Der Tag hat 24 Stunden und dann habe ich mir überlegt, von wann bis wann will ich etwa arbeiten. Das war für mich von 8 bis 18 Uhr. Da möchte ich in ungefähr alles reinstecken, was ich an dem Tag erledigen will. Es gibt auch noch einen zweiten Zeitstrahl, der geht von 18 bis 23 Uhr. Das ist dann aber alles Freizeit. Freizeit heißt für mich nicht nur Training, sondern auch viele andere Dinge erledigen. Freizeit kann aber auch heißen, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Videojob habe, den genau in diese Zeit platziere oder in diese Zeit lege, weil ich da noch nichts anderes vorhabe, beziehungsweise noch nichts anderes, was auf meiner Liste steht. 10 Stunden Zeit habe ich zur Verfügung. Dann habe ich mir überlegt, was will ich in diesen 10 Stunden eigentlich tun? Also was sind die Arbeitsblöcke, die ich da reinstecken möchte? Und das sind für mich gewesen, einmal Videos und Blogs drehen, dann an zweiter Stelle die Uni. Und was mir auch wichtig ist, dass ich immer wieder nochmal Ideen brainstorme. Und dann habe ich mir noch einen kleinen Blog eingerichtet für private Dinge und Verwaltung. Ja, auch ich muss mich in irgendeiner Art und Weise verwalten, sonst finde ich nichts mehr. Nichts mehr. Nichts. Das habe ich dann aber meinen Puffer genannt. Dann habe ich angefangen, diesen einzelnen Blöcken Zeiten zuzuweisen, weil ich wissen wollte, wie viel Zeit kann und will ich für die einzelnen Sachen aufwenden? Wie viel Zeit habe ich also überhaupt zur Verfügung? Für Videos und Blogs habe ich mir 4 Stunden vorgenommen, für die Uni etwa 3 Stunden. Für Ideen habe ich mir noch 1 Stunde aufgeschrieben. Das reicht in der Regel aber, um sich ein bisschen was Neues zu überlegen. In der Regel kommen die Ideen auch mal zwischendurch, dann lasse ich die Phase auch einfach komplett weg. Und für den Puffer habe ich mir so etwa 1,5 Stunden eingerechnet. Ich rechne auch mit einer realistischen Pufferzeit. Eine halbe Stunde Puffer am Tag. Das funktioniert einfach niemals. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum die Zahl hier in Summe, diese da, keine 10, sondern 9,5 Stunden zusammen ergibt, das liegt daran, dass ich nicht rechnen kann, das falsch aufgeschrieben und keine Lust hatte, das nochmal zu drehen. Also für die Uni würde ich eigentlich 4 Stunden machen. Aber als nächstes wollte ich mir dann überlegen, wann ich was mache, also zu welchen Uhrzeiten ich ungefähr was mache. Das fand ich aber relativ schwer, mir das vorzustellen. Liegt vielleicht einfach daran, dass ich keine gute Vorstellungskraft habe. Deswegen drehe ich Videos und schreibe und mache so kreatives Zeug und studiere was mit Journalismus und PR. Jedenfalls habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir einen Zeitstrahl aufgemalt. Dort 8 bis 18 Stunden eingezeichnet, jede Stunde einzeln. Ihr seht, ich bin großartig im Zeichnen, die Abstände sind sehr, sehr symmetrisch. Und dann habe ich angefangen, die Stunden zu füllen. Angefangen habe ich morgens mit dem Puffer. Ich weiß, ich bin Slow Starter, das heißt, entweder mache ich ein paar private Sachen fertig oder ich schaue mir an, was heute alles zu tun ist, bastel die Listen fertig oder befasse mich tatsächlich mit so Sachen wie Versicherungen, der Bank, all dem spannenden Zeug. Dann möchte ich morgens oder relativ früh mit dem anfangen, was mir am meisten Spaß macht. Das sind einfach Videos und Blogs schreiben oder beziehungsweise die Website weiter aufarbeiten. Das muss nicht immer von 9 bis 14 Uhr sein. Es kann auch mal von 10 bis 13 Uhr sein oder von 9 bis 12 oder von 10 bis 12. Je nachdem, wie schnell ich bin und was ich alles vorhabe. Manchmal lasse ich es vielleicht auch einfach ganz sein. Es kommt einfach darauf an, was ich vorhabe. Versprecher. Cut. Von 12 bis 16 Uhr ist dann Uni-Zeit. Ich habe gesagt, Student sein kann ein angenehmer Job sein. Kann. Das Problem dieses Jahr ist, also nicht dieses Jahr, das Problem war eigentlich die letzten Jahre, ich habe immer sehr viel in den Job reingebuttert und sehr wenig für die Uni gemacht. Das kommt mich jetzt teuer zu stehen, denn ich muss ein Semester dranhängen. Für viele von euch klingt das so, ein Semester dranhängen, das ist die Regel. Nicht unbedingt in unserem Studiengang,
und vor allem nicht für mich, weil ich es einfach hätte locker schaffen können. Der Grund, warum ich jetzt was dranhängen muss, bin ich selbst schuld. Habe ich keinen Bock mehr drauf, deswegen mache ich dieses Jahr den Bachelor fertig. Komme, was wolle. Der letzte Block von 15 bis 18 Uhr, wenn ich eigentlich mit allem durch bin, steht dann für Ideen zur Verfügung oder ist auch nochmal so ein bisschen Puffer-Time. Sprich, ich überlege mir dann am Ende des Tages, was muss ich am nächsten Tag alles tun, was habe ich schon alles getan, wo fehlt noch was, wo muss nachgearbeitet werden, was mache ich überhaupt in den nächsten Tagen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, das muss nicht immer so sein, das kann auch einfach mal anders sein. Und eine Möglichkeit, wie der Tag anders aussehen kann, hier nochmal kurz anhand von einem Beispiel ist, wenn ich einen dickeren Unitag einlegen will, ist, dass ich morgens den Puffer habe und den nutze, dann schon mit den Ideen ab 11 Uhr anfange, also Videozeit bzw. Blogzeit, Websitezeit verkürze auf 2 Stunden, dann den Rest des Tages nur noch Uni mache. Wenn es wichtig ist, wenn es an Zeit mangelt, wenn ein Projekt fertig werden muss, whatever. Wenn ihr euch wundert, wo ich immer hingucke, da ist der Bildschirm von der Kamera, da sehe ich, was ich mache. Und das war's für heute. Ich würde euch noch irgendwo mitnehmen, aber keine Uhr. 16.44 Uhr, Facebook startet neu. Ja, wir haben 16.44 Uhr, also fast 17 Uhr. Das heißt, meine Vlogging-Zeit ist vorbei. Die habe ich diesmal übrigens hinten dran gepackt. So wie ich gerade gesagt habe, ihr könnt auch ruhig flexibel sein. Ihr habt ja die Zeit, wenn es euch so wie mir geht. Wenn nicht, dann habt ihr halt eben keine Zeit. Selbst schuld. Kündigt euren Job. Nein, tut's nicht. Ich habe jetzt sehr lange die Luft angehalten, weil ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Ich muss los. 17 Uhr, 18 Uhr, nur noch eine Stunde Zeit. Das sind zwei. Eine Stunde Zeit. Ihr wisst, wie das funktioniert. Lasst einen Daumen nach oben da, also ein Like oder ein Comment, wenn euch das hier gefallen hat und geholfen hat. Wenn das absoluter Schwachsinn ist, wenn ich noch mehr Rechenfehler habe oder noch mehr Unregelmäßigkeiten, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr das absolut scheiße findet und das für euch keinen Sinn ergibt, sagt es mir auch. Wenn ihr eine bessere Idee habt, auch die nehme ich sehr gerne. Und ich hab's ja schon gesagt. Ihr wisst, wie das funktioniert. Like, Comment, Subscribe. Wisst ihr Bescheid. Ich war ein bisschen zu schnell. Was ich noch loswerden wollte ist, wenn euer Tag nicht genauso aussieht wie meiner oder wenn ihr nicht ganz so viel Zeit habt oder wenn ihr einen Teilzeitjob habt, was auch immer, und wenn ihr nur kleinere Zeitfenster habt, aber trotzdem was da reinbauen möchtet und trotzdem was realisieren möchtet, könnt ihr die Art von Zeitplanung genauso benutzen. Ich benutze das schon seit einiger Zeit und mir hat es tatsächlich geholfen. Ich halte mich nicht exakt daran. Ich habe ja gesagt, bleibt flexibel. Sondern ich nehme das wirklich einfach nur als etwa Zeitangaben. Das heißt, ich weiß, was ich morgens mache, ich weiß, was ich mittags mache, ich weiß, was ich nachmittags mache und ich weiß, was ich an speziellen Tagen mache. So geht mir das alles leichter von der Hand. Ich habe gehört, Wiederholung ist im Marketing besonders wichtig. Deswegen like, comment, subscribe, wisst ihr Bescheid.